Wir können trotzdem mal anfangen, hier zuzumachen. Ach, jetzt fehlt uns da wieder das Holz. Interessant. Du gehst mal da runter. Weil die drei sollten ja eigentlich klarkommen, oder? Oh. Ja, vielleicht lassen wir die da auch gerade mal stehen. Nur für den Fall der Fälle. So. Wooden Workshop. Wir brauchen mehr Arbeiter. Arbeiter heißt mehr Zelte. Kann ich da unten jetzt Zelte reinsetzen? Da könnte ich eins hinstellen, da könnte ich eins hinstellen, da könnte ich eins hinstellen. Wow, das hat sich voll gelohnt. Und dann geht uns langsam eh die Nahrung aus. Aber gut, wenn wir den Wooden Workshop haben, erforschen wir einfach mal direkt die Farmen. Das ist dann hier, glaube ich, sehr produktiv. Möchte mal kurz wissen, wo man da oben hinkommt. Wahrscheinlich stirbt sie gleich. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Harpie angerannt und senzt sie einfach weg. Oh, Öl. Oh, Eisen. Oh, ein Spitter. Was? Nein, ich will es nicht verschreien, aber wahrscheinlich habe ich das gerade. Hier sieht es aber sehr nett aus. Nein, es läuft. Wieso können manche laufen? Das finde ich nicht so nett. Boah, aber stell dir mal vor, es wäre wie in... Was rede ich denn da? Es wäre wie in Left 4 Dead. Natürlich ist es wie in Left 4 Dead. Ich sag nur Finale. Gottes Willen, ey. Da machen wir mal kurz zu. Du grillst den da drüben. Das finde ich sehr nett. Hier könnten wir eigentlich auch dicht machen. Oder wir holen uns hier die Steine. Oder wir gehen jetzt erstmal auf den Wooden Workshop. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer klopft denn da an der Türe an? Es ist der Wooden Workshop Mann. Der Wooden Workshop Mann, in Deutschland auch bekannt als Handwerker, ne? Der macht hier freiwillig... Nein, also eigentlich, ich kenne keinen Handwerker, der freiwillig irgendwas macht. Ohne irgendwie Geld zu bekommen, es sei denn für sich privat zu Hause. Ja, das kann ich noch nachvollziehen. Privat zu Hause irgendwie... Sag mal, fangen die jetzt an hier, weiß ich nicht, was machen die hier? Picknick oder was? Ja, guck es dir an, wie sie hier spawnen, diese kleinen Pissnelken. Als ob sie irgendwas gratis gäbe. Gratis Essen oder sowas. Ja, im Grunde genommen gibt es ja hier gratis Essen. Mir fällt gerade so auf. Ich rede wieder viel zu viel, ne? Es ist furchtbar. Und ich habe viel zu wenig Nahrung. Das ist eigentlich auch furchtbar. Was kann ich denn dagegen machen? Rein zufälligerweise, gerade im Moment, nix. 17, 16. Warum geht das nicht? Das ist auch noch ein Building. Was produzierst du? 15. Ja, nee, okay. Kann ich den da? 14, 11, 15. 15. Yes, tell me. Ja, wir können ja schon mal anfangen, hier aufzuräumen. Wir könnten auch nochmal... Oh. Dich abschalten, weil braucht man nicht und so. Holz, wir müssen irgendwie Holz loswerden. Too many walls in the same area. Na toll. Meine Lieblingsmeldung. Ich habe sie schon vermisst. Nein, eigentlich nicht, aber ja, weiß schon, wie es gemeint ist. Da einen hin. Attention. Building completed. So, Tag 8. Gefällt mir, was ich habe an Tag 8? Nicht so wirklich. Wir haben noch zwei Worker übrig. Es ist ja ein Traum. Wenn ich jetzt hier zwei freilasse, so als Hauptdurchgang, und stattdessen dann hierher gehe. Lass mal drei frei, ja? Dann kann man hier so... Warum ruckelt jetzt an der Stelle das Spiel? Finde ich nicht cool. Nein. Den hier möchte ich eigentlich. Ja, noch mehr Befehle. Ich weiß, sowas magst du gar nicht, ne? So, was haben wir hier oben eigentlich? Liegt hier was rum? Liegt hier irgendwas? Gibt's hier was gratis? Ja, da gibt's was gratis! Todesursachen!
Und heute nur für Sie im Sonderangebot unter dem speziellen Sonntagsrabatt über 25 verschiedene Todesursachen. Jetzt im Kühlregal. Einfach zugreifen und einen Instant-Tod erwarten. Kennst du Instant-Nudeln? Na, weißt du, woher es kommt. So. Ach so, ich habe immer noch das Nahrungsproblem. Dann sollten wir uns vielleicht mal in die Richtung hier... Was ist denn mit dem... Ich bin da natürlich auch der allergrößte Superheld von allen, ne? Hab den Wooden Workshop fertig, könnte Farmen erforschen, aber mach's nicht. Das ist so eine... nee. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich mit mir anstellen soll. Und dann kommt dieses komische, elende Ding namens Gewissen. Und meint dann fotzfrech, ach weißt du, Dude, lass es einfach. Und das sind dann die Momente, wo ich es irgendwie nachvollziehen kann. Wollte ich hier unten nicht... Ach nee, wir haben ja genügend Steine. Ja, genau, Strom. Ich wollte Strom. Dafür brauche ich Mitarbeiter. Mitarbeiter des Monats wird momentan niemand. Weil zu wenig Nahrung. Aber ich könnte hier theoretisch nochmal zwei abziehen. Dann kann ich nämlich hier sagen, einmal diesen hier. Da so, und dann hätten wir Strom. Okay. So. Ja, okay. Okay. Kann ich da unten echt kein Ding mehr reinsetzen? Ist ja eine Unverschämtheit. Kann ich da einen Tower rein? Ja, aber Tower, ganz ehrlich. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Aber wir können hier theoretisch diesen nochmal 12. Wow. Wow. Scheint sich echt voll zu lohnen. Farmen, farmen, farmen. 64. Kann ich noch eine bauen? Nein, natürlich nicht. Es wird mir nicht gegönnt. Da haben wir drei Damen. Ich kann eigentlich darüber, ne? Kommt mir gerade so. Ach, wir brauchen Worker. Was? Okay, wir brauchen da oben einen Verteidiger. Also einen weiteren Verteidiger. Sinnvoll wäre es. Food. Food-Problem wird gleich gelöst. Schicken wir die da runter? Ne, die sollte klarkommen. Wir schicken sie mal darüber. Rüber. Plus 270. Gefällt mir das? Nicht so wirklich. Kann ich jetzt hier eigentlich eine Reihe reinziehen? Geht das? Das geht. Ja, dann machen wir das so. Dann haben wir halt hier keinen Dreier-Durchgang, sondern nur einen Einser-Durchgang. Aber was soll's? Stimmt. Ich wollte ja hier eigentlich den Marketplace hin... Ja, gut, ich kann die Farm abreißen, woanders hinstellen. Ja, Planungsmodus aktiviert und abgestürzt. Oder ich mach's grundsätzlich einfach woanders und tatsächlich irgendwo hier so... Oder da oben, da wo das Village of Doom ist. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie momentan nicht so perfekt. Nicht so geil. Huch. Achso. Ja genau, ich sollte mal wieder was erforschen. Hast du recht? Machen wir mal. Ballistas. Ich sollte Ballistas erforschen und nicht unbedingt... Ja, egal. Kann ich nochmal ein paar Zelte bauen? Natürlich kann ich ein paar Zelte bauen. Dann lassen wir jetzt aber hier zwei frei, würde ich sagen. Oder einen. Ja, wobei später mit den Titans... Ich weiß gar nicht, ob ich auf Titans gehen möchte. Will ich später auf Titans gehen? Das werden wir noch später sehen. Nein, ich fange nicht an zu reimen, keine Sorge. Ich höre schon damit auf. So, den Platz da hinten hebe ich mir auf für Dingensen. Nein! Verdammt, verklickt. Ich sollte es echt im Pausenmodus machen. Das hebe ich mir auf für eine Mühle. Muss ich mir dann nur merken. Ja, Alter, was du da alles reinsetzen kannst. Das ist ja ein Träumchen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attenzione. Attenzione. Ja, was machen wir denn da oben? Sägemühle, dann bringt es plus 8 Holz. Können wir eigentlich machen, weil ganz ehrlich, wir haben ja momentan die Farmmöglichkeit, ja. Ich weiß zwar noch nicht wo und wie. Das ist still ein Rätsel. Ach so, ja genau, wir wollten die da hochschicken. Und wieder eine.
Die schicken wir wohin? Die schicken wir jetzt wirklich mal darunter. Wo wir uns ebenfalls ausbreiten sollten. Wir brauchen Gold. Kriege ich nicht irgendwann einen weiteren Bürgermeister bei 200? Okay. Ah, alles klar. Hier kann ich auch gar nichts erforschen. Das nächste wäre eigentlich der Ballista. 700. Ja. Jetzt warte mal kurz. Kann ich hier, wenn ich den da hinstelle, das bringt nichts. Da bringt's nichts. Da bringt's nichts. Da bringt's was. Da machen wir das so. So, wo wird die Verteidigung angegriffen? Da unten. War ja nicht anders zu erwarten. Dann fangen wir mal an, sie hier auszudünnen. Würde ich mal so spontan vorschlagen. Boah, diese komischen Raben, die sich stellenweise anhören wie Hühner. Weißt du, es macht mich kirre. Das macht mich total kirre. So, ich will hier die... Ja, plus 22. Geil. Kann ich hier unten... Da wäre noch einer mit 16. Okay, sage ich nicht nein. Plus 4. Oh, da wäre plus 5 möglich. Plus 4, plus 5. Den auf jeden Fall. Und dann hier unten theoretisch noch einen. Aber den braucht es ja eigentlich auch noch gar nicht. Komm, wir gehen mal auf Marketplace, weil wir sind eh fast bei den 200. Wow, lohnt sich. Ja, hat sich gelohnt. Gib mir Gold. Gib mir nur ein bisschen Gold. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so lange spiele heute. Ich würde nämlich noch ganz gerne ein paar andere Sachen machen. Und es ist schon wieder 8:30, verdammt. So, da kann noch eins rein, weil da kann eh keine Mühle hin. Ich heb mir so kleine Ecken eigentlich ganz gern für die Windmühlen auf, aber ganz ehrlich, geht ja momentan eh nicht. Okay. Aus dem Osten soll's sein. Alles klärchen. Das heißt, hier drüben, die Ballista könnte ich jetzt tatsächlich hier irgendwo hinstellen. Will ich das auch? Eigentlich möchte ich ganz gern erst... Was brauche ich? Workers 2, Energy 2. Können wir beides definitiv halten. Aus dem Osten. Das heißt, sie werden uns hier treffen. Ist natürlich super. Achso, nee. Da war ich ja schon. Wenn ich die... Resources Storage plus 50. Ja, warum nicht? So, wenn ich die Ballista da reinstelle, dann müsste ich... Alle mal nach hinten. Kann man hier oben auch zumachen. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Nein, dich möchte ich da gar nicht haben. Das ist... Das war ja ein Blödsinn jetzt. Haufen Ressourcen verschwendet. Und wofür? Für nix und wieder nix. So. Hier alles dicht machen. Ach, sie kommen schon. Okay, okay, okay. Ballista, 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 Ballista. Einmal da die Ballista und dann hier. Wobei. Blödsinn. Braucht's gar nicht. Von wegen zwei Wellen oder was? So schlimm wird's ja gar nicht. Das ist die erste Welle. Das wahrscheinlich habe ich es jetzt verschrien. Ich kenne mich ja. Oh, die Musik finde ich aber echt toll. Die ist schön. Muss man ja mal so sagen. Stone Workshop. Wenn wir es gerade machen können, klar, warum nicht? Kann ich Hütten aufrüsten? Kann tatsächlich welche aufrüsten? Eine. Wow. So, wahrscheinlich treffen sie uns jetzt genau da oben, wo nur ein Bogenschütze steht und keine Ballista ist. Es wäre schön, wenn die Ballista fertig wird, bevor die Viecher da auftauchen. Naja, fast. Ja, cool, alles klar. Boah, schön, was die für einen Massenschaden macht inzwischen. Nice.
Okay. Das war sie also, die erste Welle, die erste von vielen, wie wir wissen.